Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3 hier bei mir, hier bei Traublau und bei Shark, der werdende Vater. Denn in der letzten Folge wurde es verkündet, Shannon Hill erwartet ein Kind, genauso wie ihre Freundin Phoebe. Oh, und die träumt ja vom Betrug, denn ja, Thomas, also ihr Boyfriend, hat sie ja anscheinend betrogen, dass sie mega ausgeflippt. Hier sehen wir es, ein Vertrauensbruch ist schwer zu verzeihen. Am besten ist es, sich mit dem anderen Sim auszusprechen. Ja, das geht irgendwie nicht. Ja, obwohl, wir sind ja total ausgeflippt, obwohl wir ja auch hier mit jemanden geküsst haben. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass hier sich alles wieder einrenken wird. Wer kommt denn jetzt in mein Zimmer? Also Jake, bitte seid leise. Phoebe braucht ihren Schlaf. Ich meine, sie ist schwanger. Deswegen, reißt euch mal bitte zusammen. Du kannst ja eigentlich, hä? Achso, das war dieser neue Fall mit dem Wahlbetrug. Ja, dann gehen wir gleich mal los. Kaufe ein neues Objekt. Auto. Mindestens 10.000, ja, genau. Vielleicht in deinen kühnsten Träumen. Ja, eben, wir müssen da erstmal Rechnung. Jade wurde alt. Boah, ey, kannst du mal aufhören, hier immer hinzupissen? Versteigen, ausschimpfen für. Achso, das zählt dafür. Naja, besser hier als im Haus, stimmt schon. Trotzdem. Irgendwie finde ich das doof, weil vor der Haustür und dann läuft man ja da immer rein oder so. Das ist natürlich nicht gut. Wo ist denn jetzt diese Jade? Die fanden wir ja mal mega heiß, aber jetzt ist sie ja irgendwie zur Seniorin geworden. Ich meine, sie kann trotzdem noch heiß sein, aber. Achso, nee, die arbeitet hier. Ja, vielleicht kommt sie heraus. Jetzt, wenn wir sie wollen. Können wir mal klopfen? Ja, da kommt sie doch. Jetzt nutzt deine Chance. Wahrscheinlich wird die hier. Holly geht nach Hause. Ah, nee, es ist Holly. Ah, okay. Das ist dann die Mutter und Holly, die letzte. Okay, Ah, okay. Das ist nur die Mutter von Jade. Okay, ja, Verrückt. Verrückte Maus rennt jetzt nach Haus. Ah, nee, sie fährt sogar mit dem Fahrrad. Oh, eine sehr, ja. Eine sehr naturbelassene Politikerin. Schön, dass ihr hier euch alle immer in Phoebes armen Zimmer trefft. Du kannst jetzt auch noch kurz was essen, Phoebe, aber dann, wie wär's, wenn du den Garten ein bisschen in Vordermann bringst? Hier Unkraut jäten und dann. Ah ja, genau, da haben wir ja die neuen Sachen. Können wir die jetzt auch Phoebe geben? Ja. Dann gebe ich das gleich mal ins Inventar. Die Limone auch. Die Wassermelone. Den Lavendel. Paprika, Kürbis. Ah, und dann hier noch die Kamille. Ich meine, der Shark braucht das eh nie in seinem Leben. So. Pff. Ah, okay. Müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Das auch. Das auch. Na toll. Schubbeere können wir auch nicht einpflanzen. Na, wozu habe ich denn das hier alles gekauft, ha? Na gut, vielleicht leveln wir jetzt unsere Gartenfähigkeit. Nee, das machen wir mal. Hä, habe ich das abgespeichert? Ich bin ja auch crazy. Ich bin mir heute sicher, dass es Bibi kommt. Aber das Problem ist, falls jemand einen Namen geschrieben hat, kann ich das jetzt. Also ich nehme das praktisch im Anschluss von der letzten Folge auf. Das heißt, ich kann jetzt noch gar nicht sehen, aber wir können das Baby ja dann immer noch umbenennen. Also keine Panik. Verbessere deine Athletikfähigkeit? Nö. Das machen wir nicht. Eigene Fälle. Ja, wie geht's? Was müssen wir eigentlich machen? Laune ist nicht so cool. Ja, dann mach's mal ein bisschen ruhiger.
Und was machst du hier? Nee, geh mal jetzt, dass ich bei Jake immer dabei sein muss. Das nervt. Ja, schön. Da, jetzt hast du ja auch einen Wunsch erfüllt. Eisenhut haben wir hier. Ja, ich hoffe, wir leveln hier ein bisschen. Aber sonderlich viel leveln wir wahrscheinlich nicht. Und Tiffany kommt auch. Ey, diese Gartenzwerge, das ist hier eine Invasion. Mal gucken, was wir hier machen. Also mit denen. Wetten, die ist jetzt wieder im Haus, also im Rathaus, arbeiten. Ich glaube, ich bin. Nee, sie ist auf dem Fest, glaube ich. Nee, okay, ist doch noch. Hey, jetzt gerade ist sie wieder rein. Ey, ich flippe aus. Naja, warten wir halt dann einfach, bis sie mal komplett hier fertig ist. Was könnten wir hier Schönes machen? Es ist ja Sommerfest. Ja. Hier ist auch eigentlich was los, aber. Aber auch irgendwie nicht. Wir können ja hier ein bisschen Rollschuh fahren. Machst du das, Jake? Phoebe gärtnert noch schön. Shannon spielt mit Tiffany. Weißt du was? Du kannst eigentlich Gala mal anrufen, nach Hause einladen. Und wir können auch. Oh, ihr seid ja ein Turteltäubchen. Paar. Wohllauf, hast du ja. Ich weiß nicht, seid ihr überhaupt. Ich hoffe, hier wird dann nicht schon wieder irgendwas gestartet. Ja, die Gala kommt gleich rüber. Wer bist denn du? Der Mark. Ja, auch keine Ahnung, wer du bist. Noch nie gesehen hier. ansonsten. Ja, hier ist Jenny. Also man kennt schon ein paar Leute hier. Aber hier ist ja auch keiner. Ja. Von 8 Uhr bis 21 Uhr ist aber keiner hier. Also echt. Oh, Shannon hat Tiffany hochgenommen. Das ist ja, oh, süß. Oder stinkt sie? Ja, die ist schmutzig. Ja, und Shannon kümmert sich dann gleich. Ah, die Gala ist da. Ach, die hat aber jetzt schnell ein Baby bekommen. Das ist dein neues Baby, Carlos. Gut. Oh Gott. Hä? Du hast jetzt den Gut geheiratet? Wow, beruhigen. Warum? Bist du sauer? dann, ja, vielleicht hat sie irgendwas zu erzählen. Müssen wir ein bisschen tratschen? Schon mal, nee, irgendwas anderes. Wir können ja, wir fragen sie jetzt dann auch einfach mal, mit wem sie zusammen ist. Wobei, das wissen wir wahrscheinlich. Ja, guck mal, sie hält das Baby so in der Hand und wir Tiffany, ist ja auch witzig. Du kommst aber wieder, Shannon, oder? Nee, nee, nee. Das wollen wir nicht. Ja, ist ein kleiner Umweg, aber gut. Ich meine, natürlich kannst du es so machen. Vielleicht wollte sich Shannon auch einfach ein bisschen präsentieren. Mit Tiffany. Also Shannon übt jetzt schon so ein bisschen mit einem Baby in der Hand rumzulaufen, wie Gala halt. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass Shannon einen Nasenring hat, aber sie hat keinen, wirklich nicht. So, jetzt sind wir endlich mal da. Oh mein Gott. Flipp hier bitte nicht aus, Gala. In unserem Garten der Liebe. Hier sind schon ganz schön viele. Hä, was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Traut um Nick Knack. Keine Ahnung, wer das war. Aber schön, dass. Wusstest du das, Babsi Clay? Nee, wusste ich nicht. Aber weißt du noch irgendwas anderes? Freundlich. Ich will noch ein bisschen tratschen.
Aber Shannon hält sich ganz schön oft an den Bauch. Also hält den Bauch ganz oft irgendwie. Bunny? Wer ist denn bitte schön Bunny? Hey, die ist ja auch schwanger. Also irgendwas ist hier mit der Stadt los. Ich frage mich, wo die ganzen Kinder dann hingehen. Vielleicht überleben gar nicht alle. Aber dafür, dass halt so viele Kinder gebärt werden. Okay, Bunny. Hä? Achso, das war die von diesem Dating-Profil. Ist ja witzig. Wartet mal, jetzt müssen wir aber auch mal wieder den Thomas einladen. Da gibt es nämlich noch einiges zu klären. Boah, jetzt ist sie auf den Geschmack gekommen anscheinend. Können wir auch irgendwas mit Carlos machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, klar, er kommt gleich mal rüber. Ja, wir haben einiges zu klären, Thomas. Und wo ist jetzt Phoebe? Ach, okay. Wo nicht, dass hier das Baby jetzt dann kommt. Das ist hier aber ein Orchester hier. Ah, Shark ist nach Hause gekommen. Was? Er hat bereits eine. Nee, will ich auch gar nicht. Hä? Nee, Sophia, nee. Mit Goodwin, tatsächlich. Gala ist mit Goodwin zusammen. Das ist ja krass. Das finde ich echt krass. Vor allem, war der nicht mit Jenny? Oder ist das nur ist das nur, Goodwins, Schwester? Ruf mal bitte, die Jenny soll jetzt auch mal kurz kommen. Wir müssen mal was abklären. Und du musst hier echt wieder ganz schön viel Arbeit leisten, damit. Machst du das jetzt auch mal? Ey, ich will nicht, dass das Baby kommt und die ganze Sache ist noch nicht geklärt. Ach, in einer Stunde. Ja, würde mich halt persönlich einfach interessieren. Boah, noch 2 Tage sind wir angepisst. Also, Shannon, du weißt, die Toilette ist drinnen. Nee, kein Geschenk. Freundschaftlich umarmen? Geht das? Ja, okay. Ja, wir müssen uns hier ein bisschen herantasten. Ah, nee, der mag keine Katzen, ne? Scheiße. Dann hier Geschichte erzählen. Freundlich kennenlernen. Freundlich. Ja, wir müssen das jetzt hier ein bisschen wieder aufbauen. Zumindest so weit, dass er einziehen kann, weil ich brauche einfach den Thomas ja dann an meiner Seite. Weil, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich alleine um das Baby zu kümmern. Oh, jetzt sind wir in den Boden verpackt. Scheiße. Das Baby kommt, Leute, das Baby kommt. Phoebe macht nur so ein paar Dehnungsübungen. Komm, nochmal eins fürs Bild. Ja, Thomas spielt dann auch noch schön Gitarre. Geht's dir gut, Thomas? Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht nicht mich trennen sollte. Aber vielleicht ist das ja eine gute Entspannungsmusik. Ja, und Shark groovt jetzt hier zusammen mit Thomas. Oh mein Gott, ich bin auch ganz aufgeregt. Wer will denn jetzt hier mit? Gehen wir. Okay, du bist gar nicht da. Ja, komm, dann gehen wir einfach alleine jetzt. Nee, lass denn. Bitte nicht dein Baby hier vergessen, ne? Ihr habt ja Tiffany gräbt hier. Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Was für ein hübsches Baby wir bekommen werden. Dummerweise haben wir das jetzt noch nicht mit Thomas geklärt. Und Thomas konnte halt jetzt auch nicht uns begleiten. Das ist aber ein hübsches Krankenhaus. Ja, ist doch alles gut, Newton.
Ist es der, mit dem wir rumgemacht haben? Nee, es ist Lincoln. Okay, wer ist das? Rosie, nee. Ja, Gruppe Auflösung, auflösen. Dieser gemeinsame Ausflug war fantastisch, nein, episch, trifft das besser? Wir haben doch nur über kleine Kinder geredet. Ja, der Thomas, der kommt jetzt natürlich gerannt. Ja, jetzt kann er rennen, ne? Oh. Vielleicht erstreckt das auch wieder ein bisschen die Beziehung. Wer ist denn das? Hä, aber mit dem hatte ich nichts. Ja, eben, bleib mal bitte draußen. Hä, wer ist das eigentlich? Ich kenne die hier alle nicht. Buck Green. Das müsste ja dann so ein Teenager oder so sein von den Greens. Ah nee, Greenwood, okay. Habe ich wieder verwechselt. Mein Gott, die heißen auch alle gleich. Woher soll ich denn das wissen dann? Oh, ich will jetzt endlich, dass das Baby kommt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Die Schwangerschaft von Phoebe ist gut verlaufen und Mutter und Kind sind wohlauf. Ein Mädchen, das kleine Mädchen, wurde mit dem Merkmal Tollpatsche geboren. Wie möchtest du es nennen? Also wie gesagt, wenn ihr noch einen anderen Namen habt, dann einfach schreiben. Ansonsten würde ich sie jetzt einfach mal. Also wir haben Phoebe, wir haben Thomas. Wie wäre es denn eigentlich dann mit so, nennen wir sie einfach mal. Wellington heißt sie jetzt noch. Vielleicht nennen wir sie dann erstmal. Also ihr könnt es dann nochmal umändern. Wir nennen sie jetzt mal. Puh, ich bin immer so ein bisschen schwierig beim Namen ausdenken. Ich habe mich jetzt auch gar nicht damit befasst. Wir nennen sie jetzt einfach Annie. Ich meine, das ist so ein süßer Name eigentlich. So, ein weiteres Merkmal. Nee, das nicht. Virtuosin. Nee, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie so eine Tierliebhaberin auch wird. Aber kann mir noch nicht eingeben. Dann wird sie halt, dann ist sie halt. Wahnsinnig, auf keinen Fall. Ich denke, wir nehmen jetzt eine begeisterte Annie. Weil ich weiß auch nicht. Dann nehmen wir einfach mal lieb die Natur. Es ist relativ neutral. Annie Wellington wurde gerade geboren. Bist du glücklich, Phoebe? Warum ist Thomas gekommen? Weiß auch nicht. Der wurde wahrscheinlich angerufen. Ach nee, der war ja einfach zu Hause. Der ist einfach dir gefolgt. Und was macht der Thomas jetzt? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, er geht nicht zu seiner hier. Zu seinem Chick da. Das Krankenhaus ist ja voll um die Ecke. Was fehlt denn dem kleinen Baby? Ah, es hat Hunger. Leute, ich habe hier was mitgebracht. Kann ich das hier irgendwo unterstellen? Flasche geben. So. Wer ist denn hier noch da? Die Gala ist noch da. Gala, kümmerst du dich ein bisschen so um dein Kind? Ich traue dem Shark irgendwie nicht. Nee, wir sind schwanger. Kannst du deinem Baby jetzt mal die Flasche geben? Nee, erstmal Flasche geben. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eine kleine Babywiege. Oh, das Zimmer ist aber auch echt ein bisschen voll. Dann würde ich mal das Regal einfach in unser Familieninventar schieben. Das können wir danach wieder aufstellen. Das verkaufen wir mal. Damit haben wir die Babywiege schon mal finanziert. Auch sehr gut. Dann nehmen wir einfach mal so eine ganz normale. Vielleicht gibt es die auch in Pink. Ja. Ich meine, das passt halt einfach auch besser zum Zimmer. Ja,
Aber der Thomas ist jetzt nicht wieder zurückgekommen, ne? Okay, Rechnung ja noch. Nee, das sollte ich wieder mitnehmen. Aber wir können sie ja spielen mal ein bisschen und die Flasche geben. Ansonsten fehlt ihm, glaube ich, nichts. Du kannst stattdessen hier mal, weißt schon, die Post holen und die Rechnung bezahlen. Ach, sehr gut, das ist auch gleich müde. Dann können wir hier auch noch ein bisschen kuscheln, ein bisschen spielen. Und dann geht's für die kleine Annie ins Bett. Und dann können wir auch mal auf die Toilette. Boah, es ging aber jetzt schnell. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie der Stammbaum von Thomas ausguckt. Ah, der hatte auch noch einen Bruder, den Jeffrey. Und ja, und die leben ja noch. Der wohnt ja bei denen. Ah, sieh mal einer an. Die Baylesses. Ihr ja, seid nicht verheiratet. Ja, und dann habt ihr schon so viele Kinder. Ey, das geht ja auch. Das geht bei denen ab. Ah, okay. Bei Chase kommt dann hier noch. Krass, die Ohren. Ah, der Tay ist mit dem Demon zusammen. Oh, ey. Die Stadt ist ja hier mit jedem ist irgendwie verwandt. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Warum ist denn das, warum schreit denn das Baby hier? Ah, okay, die schmutzigen Windeln waren's. Können wir das hier wieder übergeben? Nee, bevor du hier weggehst, Gala, bitte nimm dein Baby mit. Warum hat die das überhaupt mitgebracht? Werden wir mal den Carlos hier absetzen. Ich will nicht, dass das Baby hier für immer bleibt. Ich habe da echt Angst. Oh, aber jetzt sieht man bei Shannon auch den Bauch richtig arg. Das Buch können wir hier mal aufräumen. Hier können wir auch noch sagen, hey, fass mal bitte meinen Bauch an. Ah, guckt mal einer an. Hier ist sogar unsere Joe. Sag mal, kotzt hier jemand? Oh mein Gott, kann es sein, dass. Nee, okay, alles gut. Nicht, dass hier irgendwie nochmal irgendwelche versteckten Schwangerschaften stattfinden. Weiß denn der Shark vielleicht irgendwas? Ich meine, der arbeitet ja auch bei der Polizei. Komm, küssen wir es mal. Und dann können wir auch noch mal einen überschwänglichen Kuss. So, und Phoebe kann sich jetzt echt mal hier was gönnen. Kannst du hier, was gibt's denn leckeres? Eiscreme. Komm, gönn dir mal eine Eiscreme. Und dann schläfst du auch. Ja, also so ganz rein rechnerisch müsste morgen dann Shannon entbinden. Also das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann Shannons Kind in den Armen halten. Boah, dem Shark geht's gar nicht so mega gut. Aber ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich mache da jetzt auch einen Cut. Und dann werden wir in der nächsten Folge das neue Kind gebären. Ich bin mal gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut und ja, wir sehen uns. Ciao.